Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, es ist wieder Freitag, Zeit für ein neues Orakel. Zeit in den Februar reinzuschauen. Es ist wieder die beliebte Monatslegung dran für alle Lebensbereiche. Wir schauen uns also jetzt hier an, was im Februar in allen Lebensbereichen auf uns zukommen kann. Wir schauen uns auch an, welches Highlight gibt es, und wir schauen uns auch an, wo es noch Blockaden geben wird. Die Legung ist so aufgebaut, dass ich hier die Hauptlegung mit dem Fairy Lenormand ausgelegt habe. Dann habe ich uns eine Botschaft gezogen aus dem Erzengel-Tarot. Und dann habe ich uns noch eine Krafttierkarte gezogen, welches Krafttier uns für welches Thema im Februar zur Seite steht. Wir schauen uns hier an den persönlichen Bereich, Liebe, Partnerschaft, Beruf, Finanzen, hier das Highlight und hier die Blockaden. Ja, so ist dieses Orakel aufgebaut. Ich hätte gesagt, ich beginne jetzt gleich mit dieser Legung. Wünsche euch natürlich gute Karten und bitte bedenkt, dass das jetzt hier auf euch zutreffen kann. Es kann auch sein, dass jetzt zum Beispiel der Liebesbereich auf dich zutrifft, aber dafür die Blockaden nicht. Oder dass das Highlight kommen wird und im Beruf Finanzen bewahrheitet sich dieses Orakel bei dir nicht. Ja, das bitte immer im Hinterkopf behalten. So, jetzt starte ich los. Ich schaue mir jetzt mal den persönlichen Bereich an. Da haben wir die Vögel für Kummer, Sorgen, Aufregung, kann aber auch Aufregung im positiven Sinne sein, je nachdem, welche Karten noch gefallen sind. Die Vögel stehen auch für Telefonate, für Getratsche. Dann haben wir das Karma-Kreuz, also du wirst hier im Februar, du persönlich, das ist ja jetzt hier dein persönlicher Bereich, vor einer schicksalhaften Lernaufgabe stehen, die dir vielleicht auch so den einen oder anderen Kummer mit sich bringt. Aber Lernaufgaben sind natürlich auch für etwas gut. Ja, es kommen im Leben oft Dinge daher, wo man sich denkt, na, das war jetzt notwendig. Ja, aber das hat seinen Sinn. Dass das natürlich mal von Aufregung begleitet wird, ist natürlich auch klar. Und dann haben wir das Kleeblatt für das Glück, für kleine Glücksmomente in Kombination mit dem Karma-Kreuz. Würde ich jetzt sagen, dass diese Belastungen, diese schicksalhaften Lernaufgaben jetzt nicht so schlimm sein werden, sondern dass du das hier wirklich glückhaft meistern wirst, dass hier wirklich, ja, das Kleeblatt ist ja auch die Glückskarte. Ja, dass du das hier nicht so eng siehst, dass es hier eher, würde ich sagen, eine positive Aufregung ist, dass irgendetwas schicksalhaft in dein Leben kommt, wo hier wirklich auch ja, das Glück wieder an deiner Seite sein wird. Aber so im Großen und Ganzen für dich persönlich die eine oder andere schicksalhafte Lernaufgabe, aber meiner Meinung nach würdest du, wenn das jetzt eben hier auf dich zutrifft, das schon positiv meistern und du würdest das jetzt hier nicht als wahnsinnig belastend sehen, sondern wirst hier die Chancen dahinter erkennen können. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz viel wert. Also im Allgemeinen, also im persönlichen Bereich geht es jetzt hier wirklich darum, eine schicksalhafte Lernaufgabe zu meistern. Vielleicht kommt es schicksalhaft auch zu Telefonaten, vielleicht ruft dich jemand an, das ist für dich das Glück, in welchem Bereich auch immer. Ja, das kann man natürlich jetzt hier nicht klar definieren, in welchem Lebensbereich das jetzt zutreffen wird. Aber für dich persönlich jetzt ein sehr schöner Monat. Schauen wir uns jetzt Liebe und Partnerschaft an. Da haben wir das Schiff für eine Reise. Vielleicht machst du mit deinem Partner eine Reise, mit deinem Wunschpartner einen Ausflug. Das Schiff steht aber auch für die Sehnsucht und dafür, dass etwas länger dauert. Dann haben wir den Anker für die feste Verankerung. Du bist also jetzt hier mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner in der festen Verankerung. Ja, da wird etwas festgemacht oder als Single lernst du vielleicht jemanden kennen. Du wartest schon sehr, sehr lange auf diese feste Verankerung mit dem Partner, mit dem Wunschpartner, mit einem neuen Partner. Ja, dann kann es jetzt im Februar tatsächlich hier soweit kommen. Und
Dann haben wir noch die Schlange für Komplikationen und für Verwicklungen, ja. Es kann natürlich sein, dass es in der Liebe, Partnerschaft noch zu der einen oder anderen Verwicklung kommt, zu Komplikationen kommt, dass sich eben etwas rauszögert, die feste Verankerung vielleicht noch in diesem Monat hinauszögert oder es gibt schon sehr lange diese Komplikationen und dieses Warten sozusagen, ja, dass das jetzt hier in diesem Monat in die Gänge kommt. Wenn es dich vielleicht interessiert, schau auch das Wunschpartner, Partner, Liebesorakel für den Monat Februar an. Da kommt so etwas Ähnliches, ja, dass hier eben etwas festgemacht wird, vielleicht passt das denn dann eben hier auf dich, ja? Aber du solltest hier schon noch mit Komplikationen, mit Verwicklungen rechnen. Vielleicht spielt eine andere Frau noch eine Rolle. Ja, egal, ob das jetzt eine Mutter ist, die Partnerin, eine Ex-Partnerin, eine Schwester, irgendeine andere Frau spielt vielleicht jetzt auch noch eine Rolle. Ansonsten steht die Schlange hier einfach für Komplikationen, für Verwicklungen, ja? Aber es wird hier schon etwas dingfest gemacht sozusagen. Aber das wird halt nicht frei von Umwegen sein. Über Umwege kommt man natürlich auch ans Ziel. Also hier solltest du schon in der Liebe noch ein bisschen mit Komplikationen rechnen und da wird es noch nicht so einfach sein. Ja, aber es gibt in diesem Zusammenhang natürlich auch schlechtere Karten. Ich glaube, da kann man mit diesen Karten hier schon sehr, sehr gut leben. Also in der Liebe noch ein paar Komplikationen und Verwicklungen. Schauen wir uns jetzt Beruf Finanzen an. Da haben wir den Bären für Stärke. Der Bär kann aber auch für eine Autoritätsperson sein, für den Chef, für die Chefin. Vielleicht bist auch du eine Autoritätsperson, ein Chef, eine Chefin, ein Vorgesetzter. Dann haben wir noch Unklarheiten, die Wolken. Es gibt also mit dem Vorgesetzten oder mit irgendeiner anderen Autoritätsperson Unklarheiten, wenn du vielleicht in Rente bist, mit einer vorgesetzten Person quasi vom Amt oder mit der Bank, ja, mit dem Betreuer, ja, dass es hier noch Unklarheiten gibt im Job, in den Finanzen. Und dann haben wir noch die Routen für Gespräche, Diskussionen. Hier mit dem Wolken dazu kann es schon mal Missverständnisse sein. Ja, also im Beruf kann es also sein, dass du mit Vorgesetzten hier Schwierigkeiten haben wirst, Auseinandersetzungen, Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse. Oder wenn du nicht im Job bist, wenn du schon in Rente bist oder einen Job suchst, kann es durchaus sein, dass du hier jetzt zum Beispiel, wenn du einen Job suchst, bei Vorstellungsgesprächen, dass es einfach nicht passt. Das sind einfach zu viele Meinungsverschiedenheiten oder es passt einfach nicht. Wenn du in Rente bist, vielleicht wartest du hier auf irgendeine Förderung und wirst hier Gespräche haben, die aber noch sehr unsicher sind, wo es Missverständnisse gibt. Ja, da solltest du natürlich schauen, in welcher persönlichen Situation bist du und wie kann man diese Karten auf deine Situation ummünzen. Es kann aber auch sein, dass das eben hier nicht auf dich zutrifft. Oder du bist eine Autoritätsperson und hast vielleicht im Februar Schwierigkeiten, dich richtig auszudrücken, dass deine Mitarbeiter hier dich missverstehen. Ja, also im Job, in den Finanzen sieht es im Februar so aus, dass es eben mit Vorgesetzten, mit Autoritätspersonen, mit Amtspersonen einfach hier in der Kommunikation Missverständnisse gibt. Und das kann natürlich auch mal in einen Streit ausarten. Ja, wo Menschen sind, wird auch gestritten. Das ist normal. Ja, sollte zwar nicht sein, aber wo Menschen sind, ist das einfach auch Thema, weil eben jeder andere Meinungen hat, andere, ja, Ideen hat. Und da ist es einfach auch so, wo Menschen sind, kommen auch Konflikte. Das kann nicht immer alles in Licht und Liebe sein, in unserer Dimension, in der Dimension der Dualität. Ja, und im Beruf, Finanzen haben wir jetzt einfach hier einen schwierigen Monat mit Missverständnissen. Ja, da geht es einfach um die Kommunikation. Ja, man versteht sich einfach nicht oder man versteht einfach irgendetwas ganz anders oder hört irgendwas anderes. Der andere hat das ganz anders gemeint. Also das ist im Februar hier vor allem im beruflichen und finanziellen Bereich ein großes Thema. Schauen wir uns jetzt das Highlight an. Was ist also hier das Highlight? Und da deuten wir die
alle Karten, egal ob das jetzt von Haus aus negative Karten sind, nur positiv, eben für das Highlight. Da haben wir den Mond für Anerkennung, für Gefühle, für Emotionen. Es wird also im emotionalen Bereich ein Highlight geben. Dann haben wir die Sicherheit. Vielleicht bekommst du mit Sicherheit auch eine Anerkennung. Ja, im emotionalen Bereich haben wir hier den Erfolg. Und dann haben wir den Reiter. Es kommt also im emotionalen Bereich etwas in Bewegung. Der Reiter steht auch für Nachrichten, für ja die kurze Zeit. Ja, da kann es durchaus sein, dass du jemanden triffst, ja, dem du emotional sehr nahe stehst. Und da haben wir auf jeden Fall den Erfolg. Also Highlight im Februar ist eine Nachricht, ein Treffen, eine Meldung, Erfolg und der emotionale Bereich. Ja, hier haben wir jetzt nicht das Highlight im Beruf Finanzen, denn wir wissen ja, wie es beruflich und finanziell jetzt eben so aussieht. Und wir haben hier aber den emotionalen Bereich. Ja, und da kannst du durchaus mit wichtigen Botschaften, mit wichtigen Nachrichten und mit Erfolg rechnen. Und vielleicht bekommst du auch über eine Nachricht eine Anerkennung, ja, wo du emotional merkst, du bist demjenigen, der dir eine Nachricht zukommen lässt, wichtig. Ja, dass du dir wieder hier sicher sein kannst oder du machst das, ja, dass du jemanden eine Botschaft überbringst, wie wichtig diese Person dir ist, aber das ist auch dein persönliches Highlight, ja, weil man dir einfach mit Sicherheit und mit Anerkennung zurückantworten wird sozusagen, also ein wunderbares Highlight. Und dann schauen wir uns noch die Blockaden an. Wo gibt's denn im Februar noch Hindernisse? Da haben wir das Kind für einen Neuanfang, aber natürlich steht das Kind tatsächlich auch für ein Kind. Vielleicht hast du ein Kind, vielleicht bist du viel mit Kindern zusammen, da wo gibt's eben noch Hindernisse, oder du planst einen Neuanfang in welchem Bereich auch immer, und da solltest du eben hier noch mit Hindernissen rechnen. Dann haben wir den Park für Öffentlichkeit, alles, was man draußen macht. Vielleicht möchtest du mit deinem Kind wieder mal rausgehen, etwas unternehmen, mit deiner Nichte, mit deinem Neffen. Oder du möchtest selber wieder mal mehr draußen unternehmen, hier einfach einen Neuanfang haben. Aber da wird es eben noch Blockaden geben. Der Park steht auch für Kunden. Vielleicht gibt es mit Kunden Hindernisse, Blockaden. Würde dann eben auch hier das Missverständnis auf der beruflichen Ebene auch bedeuten. Ja, also das kann jetzt hier vieles auch sein. Und dann ist hier die weibliche Hauptperson gefallen. Das kannst jetzt du sein oder jede andere Person. Ja, vielleicht gibt's eben mit einem Kind Hindernisse, Schwierigkeiten, mit Kunden, mit einer Kindergruppe, mit einer anderen Person, mit einer Kundin, mit einem Kunden. Ja, da solltest du hier schon auch noch mit Hindernissen rechnen, oder du hast hier Schwierigkeiten, Hindernisse in der Öffentlichkeit durch eine Person, vielleicht weil, weiß ich nicht, kann vielleicht mal passieren, dass dich jemand anrempelt und dann kommt's hier zu Blockaden, zu Hindernissen, dass da irgendwas ins Laufen kommt sozusagen, oder ein Treffen mit einer Freundin, mit deinem Kind, wenn das dein Kind quasi schon erwachsen ist, dass das noch blockiert ist in diesem Monat. Ja, also das kann hier vieles sein. Da geht's darum, alles, was außen stattfindet. Ja, ob Treffen, ob Kunden, alles, was eben außerhalb der eigenen vier Wände stattfindet, da gibt's eben im Februar noch Blockaden. Schauen wir uns jetzt die Botschaft vom Erzengel Tarot an. Und da haben wir Ritter Gabriel, selbstsicher, enthusiastisch, mutig, charismatisch. Zeit, aktiv zu werden, große Leidenschaft und Begeisterung für eine Sache, instinktiv wissen, was genau zu tun ist. Wir haben ja auf dem Highlight den Reiter für Aktivitäten. Vielleicht wirst auch jetzt du aktiv in einer emotionalen Sache, und da haben wir den Erfolg dabei. Und auch das zeigt mir hier diese Karte. Ja, mutig, voller Leidenschaft, aktiv werden und dein Ding durchziehen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann schauen wir uns noch an, welches Krafttier begleitet uns denn im Februar?
Und zwar der Falke für die Schnelligkeit. Ich habe ja vorhin gesagt, der Reiter steht ja auch für Schnelligkeit. Etwas passiert sehr schnell, wenige Tage, ja? Und der Falke unterstützt dich auch bei dem Thema, schnell etwas in Gang zu setzen, jetzt nicht lang herumreden, einfach das Ding durchziehen. Ja, also das ist ein wirklich wunderbarer Monat, wie ich finde. Natürlich Komplikationen, Missverständnisse sind immer wieder mal im Leben da, aber im Großen und Ganzen sieht man hier schon einen doch sehr schönen Monat. Ja, und man sieht jetzt auch hier schon, dass diese Blockaden, die Hindernisse natürlich auch da sind, um diese zu bewältigen. Und man sieht ja auch hier mit Eifer, mit Aktivität, mit Leidenschaft, mit Mut wird man das schaffen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Monatsorakel gefallen. Vielleicht schaut ihr Ende des Monats nochmal das Orakel an. Was ist denn eingetroffen? Das sieht man ja dann eben erst hinterher, ja. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Monat, viel Liebe, viel Gesundheit. Ja, dass ihr euch einfach das, was ihr euch wünscht, was ihr euch vornehmt, dass das auch wirklich gelingt. Ich freue mich auf die nächsten Orakel und wünsche alles Gute. Ciao!